gegen die Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem sträubt er sich so wörtlich bis zur letzten Patrone. Wenn er noch welche hat, ist das doch schön. Also so viel ich mich erinnere, habe ich im deutschen Geschichtsunterricht in den 80er Jahren gelernt, dass dieser Satz damals 1945 in Berlin gefallen ist, nämlich dass der deutsche Soldat bis zum letzten Mann, beziehungsweise die deutsche Armee bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone Deutschland verteidigen soll. Und das ist auch schief gegangen, also man sollte vorsichtig sein. Also klingt ein bisschen wie der Muammar Gaddafi von Bayern, oder? Man kann doch sagen, Religionen sind okay, solange man damit andere Leute nicht belästigt. Ja, und außerdem, ich fand es schwierig, als diese Schilder in der Allianz Arena, Quan Neuer, Quan Trainer, Quan kein Neuer, irgendwas, ist das, glaube ich, wenn da noch ein R dazu kommt, haben wir den Koran im Stadion. Aber wenn wir noch mal zurückkommen, ich habe mich schon gewundert, dass Sie einen FDP-Mann so gelobt haben. Ich habe heute von einer FDP-Dame was ganz anderes gelesen, dass sie nämlich dafür sei, das Ausländerrecht weiter wieder zu verschärfen. Die Vorstellung ist ja, wer hier noch als Neuzuwanderer aufgenommen werden soll, der muss erst mal Deutsch lernen, wenn er den Deutschtest besteht.